Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 11. Dezember 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute ist es soweit. Wer meine Tageshoroskope regelmäßig verfolgt, hat sicherlich mitbekommen, dass ich die ganze Woche über schon auf diesen Neumond eingegangen bin. Der letzte Neumond in diesem Jahr. Hier ist er abgebildet. Heute um 11:31 Uhr, 11:30 Uhr, 11:31 Uhr ist es soweit. Neumond heißt hier erstmal hier, dass Sonne und Mond sich auf einem Punkt befinden im Tierkreis, hier im 20. Grad des Schützen. Der Mond als der schnellere Planet hat sich über die Zeit an die Sonne angenähert, sozusagen. Seit dem letzten Vollmond ist der Mond abnehmend, bis er eben jetzt hier mit der Sonne verschmilzt quasi. In diesem Moment endet der alte 28, 29 Tage dauernde Sonne-Mond-Zyklus und der neue Zyklus beginnt. Dieser wird auch die nächsten 28, 29 Tage andauern. Und seinen Höhepunkt mit dem Vollmond zu Weihnachten am 25. Dezember haben. Und jetzt hier beim Neumond beginnt der neue Zyklus, etwas Neues beginnt, was für uns eben auch bedeutet, dass dieser Tag, dass diese Tage etwas Initiales haben können. Wir selber können im Grunde mit irgendwelchen Dingen neu beginnen, uns neue Vorsätze machen. Aber der Neumond ist eben auch eine Phase tiefer Unbewusstheit, weil der Mond, der ja für die Gefühle und die Bedürfnisse steht, dieser Mond ist eben nicht sichtbar. Er ist in der Unsichtbarkeit, was eben auch bedeutet, wir haben nicht den direkten Zugriff darauf. Bestimmte Gefühle, bestimmte Bedürfnisse sind eben verborgen und so kann eben sehr stark das Unbewusste diese Dinge sozusagen ausfüllen, kreieren. Gut, zum Neumond selber. Klar, Sonne und Mond sind hier im Schützen. Es ist also der letzte Neumond vor der Wintersonnenwende, wenn die Sonne in 10 Tagen noch vor dem Vollmond in den Steinbock wechselt, dann endet astrologisch gesehen das Jahr und das neue Jahr beginnt. Und dazu zu einem späteren Zeitpunkt mal mehr. Und dieser Neumond ist daher also der letzte Neumond des alten Jahres und auch die Wintersonnenwende fällt in diesen Zyklus, ist also nicht ganz unbedeutend. Das Zeichen Schütze, was ja zwischen dem Zeichen Skorpion und Steinbock liegt und das Zeichen ist, sage ich mal, mit den längsten Nächten und kürzesten Tagen, das letzte Zeichen des Herbstes, ein Feuerzeichen, das geistige Feuer. Im Schützen geht es im Grunde darum, eine innere Vision zu entwickeln für das dann neu beginnende Jahr. Also das bedeutet für uns auch, dass wir, wenn wir nicht vom Weihnachtsgeschäft und dem ganzen Trubel zu sehr gestresst sind, was ein großer Fehler wäre, dass es für uns auch darum geht, eine innere Vision zu entwickeln. Man könnte auch sagen, einen inneren Plan, wie soll es für uns weitergehen? Und da geht es eben nicht darum, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Oder welche exotischen Reiseländer kann ich noch besuchen? Oder welche Kleidung kaufe ich mir nochmal? Sondern es geht im Grunde darum, einen tieferen Sinn für unser Leben zu finden. Welchen Sinn macht mein Leben eigentlich? Dass das Leben an sich leidvoll ist, dazu brauchen wir keine Philosophen oder Buddhisten sein. Das liegt schon allein daran, dass alles das, was entsteht, auch wieder vergeht. Wir können nichts festhalten. Selbst die dauerhaftesten Dinge oder Beziehungen oder Arrangements gehen irgendwann wieder vorüber. Das ist die Natur dieser Welt. Auch wir werden älter, wir werden krank, wir müssen irgendwann sterben. Das sind Dinge, die uns schmerzlich bewusst sind. Und wenn wir da keinen tieferen Sinn, keine tiefere Verbundenheit empfinden oder erfahren, dann kann unser Leben auch sinnlos sein und ein sinnloses Leben entbehrt im Grunde jeglicher Lebensfreude. Wenn wir aber einen Sinn in unserem Leben finden und dafür ist diese Schützezeit sehr geeignet, diesen Sinn entweder zu finden oder zu vertiefen oder wieder neu aufzubauen, dann macht das Leben tatsächlich einen Sinn und dann kann es auch Freude machen, im Moment die Dinge zu leben, die dann halt da sind. Dazu ist natürlich so, dass das Zeichen Schütze
ja auch das Zeichen alles Fremden ist. Das Schütze ist das Ausland und der Schütze ist auch das Zeichen von Religion und Philosophie. Und damit wirft dieser Neumond natürlich auch ein klares Schlaglicht, sowohl auf die Geschichte mit den Flüchtlingen, das Fremde, das Ausland, wie auch mit den Religionen, der Islam, Christentum. Was sagt uns eigentlich Religion heute noch? Kann Religion genau das von mir eben angesprochene Sinnhaftigkeit noch bedienen oder nicht? Und diese Themen sind ja auch seit Saturn im Schützen ist und das noch für die nächsten 2 Jahre ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Dazu kommt, dass in diesen Tagen der Mars in der Waage, das Quadrat von Uranus und Pluto, was für die Umwälzungen in unserer Gesellschaft, für im Grunde den Umbau unserer Welt steht, aktiviert hat. Und wir, wenn wir in die Nachrichten oder in die Welt gucken, halt viel nur Leid und Krieg und Auseinandersetzungen sehen. Man darf die Augen davon nicht verschließen. Es ist ein Teil dieser Wirklichkeit, aber es ist nur ein Teil dieser Wirklichkeit, und zwar der noch durch die Medien gefiltert wird. Sinnvoller kann es für uns sein, eben auch unseren Blick auch auf positive Dinge zu richten, auf das, was schön ist, um eben auch einen Ausgleich darin zu haben. Das darf aber nicht irgendwie in Illusionshaftigkeit verfallen. Es gilt hier immer, die Balance zu halten. Mit dem Neumond einher geht auch ein Aspekt Aspekte, die oft vergessen werden, weil harmonische Aspekte halt nicht so aufdringlich sind wie disharmonische. Die Venus hier im Skorpion hat einen Trigon zu Neptun in den Fischen. Also neben all den Konflikten, Auseinandersetzungen und so weiter, ist auch etwas, was am Fließen ist. Gibt es auch Gefühle, die fließen? Gibt es auch eine tiefe Spiritualität, eine tiefe Sensibilität, eine tiefe Emotionalität, an der wir uns erfreuen können oder die auch immer wieder eine Art Labsal für uns sein kann? Der Neumond hier im Schützen ist im Quadrat zu Jupiter, was nochmals die gesamten Fragen nach der Sinnhaftigkeit und so weiter nochmal verstärkt. Wie geht es dann am Wochenende weiter? Heute, wie gesagt, 11:31 Uhr, also gleich der Neumond. Es gibt diesen Moment gar nicht, weil ein Moment ist noch sozusagen vor dem Neumond und der nächste Moment ist schon wieder nach dem Neumond. Danach ist der Mond dann wieder zunehmend. Wird heute am Freitag noch im Schützen laufen, aber morgen früh am Sonnabendvormittag um 7:48 Uhr in den Steinbock wechseln. Das heißt, alle diese ideologischen und optimistischen Gefühle und Gedanken, die wir vielleicht haben, kriegen dann gleich ihre Prüfung an der Realität. Mond im Steinbock ist ja immer der Wunsch danach, die Dinge in eine Funktion zu setzen, die Dinge umzusetzen, praktikabel zu machen. Eine gewisse Ernüchterung kann es auch sein oder aber auch eine praktische Umsetzung. Der Mond wird das Wochenende über im Steinbock sein, was eher dafür spricht, irgendwie auch sich mit nützlichen Dingen zu beschäftigen, vielleicht manche Arbeiten anzugehen, die wir aufgeschoben haben, uns mit irgendwie spirituellem Gedankengut zu beschäftigen, uns mit spirituellen Freunden zu umgeben, mit denen wir vielleicht tiefe, inhaltsreiche Gespräche führen können. Und dann am kommenden Montag, mittags, geht dann der Mond in den Wassermann und ist dann schon wieder recht zunehmend. Und eine ganz neue Energie ist dann wieder dran, die ich dann nächste Woche besprechen werde. Gut, ich wünsche uns allen dann heute einen schönen Neumondtag. Nutzt diese Phase, einmal nach innen zu gehen und zu schauen, sozusagen, ob ihr nicht irgendwie einen tieferen Sinn für euch finden könnt. Und wünsche uns allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss und bis dann.